Hier mal ein kurzes App-Review zur Screen Recorder App, beziehungsweise hier gibt es eine App, die heißt Screen Recorder im Apple App Store und ich kann die mal maximal nicht empfehlen. Einfach nur die absolute Warnung, holt euch die nicht, beziehungsweise die heißt hier Rec Go. Teilweise auch, die wird also ab und zu auch mal im Apple App Store umbenannt. Und es ist eine totale Frechheit, dass die überhaupt im App Store existieren darf oder existiert, weil hier drinnen, wie man sieht, hat man schon wieder diverse Werbungen. Und man kann dann hier auch schon wieder direkt sehen, wieso auch der Apple App Store in letzter Zeit, beziehungsweise die letzten 2-3 Jahre, wir haben dieses Jahr jetzt 2022, eben massiv abgebaut hat, beziehungsweise es gibt hier sehr, sehr viele Apps aus meiner Sicht, die man hier nur noch mit Jahresabo und One-Time-Payment, beziehungsweise auf einmal dann nach 3 Monaten führen die dann doch wieder ein Abo ein, die man nur noch mit Abo quasi nutzen kann. Und da muss man da monatlich, jährlich oder tageweise dafür bezahlen. Und das sehe ich partout nicht ein, hier für Apps quasi monatlich bzw. jährlich so viel Geld zu bezahlen. Und früher quasi gab es hier vernünftige Apps im Apple App Store, wo man mit One-Time-Payment vielleicht auch mal den Entwickler noch ein bisschen entlohnt hat. Aber man konnte zumindest mal die App nach, sagen wir, einer Zahlung von 5 bis 20 Euro vernünftig nutzen. Und hier soll ich jetzt schon wieder diverses Geld ausgeben, nur um Videos exportieren zu können, beziehungsweise hier meinen Screen aufnehmen zu können mit 4K 60 FPS. Und das kann nämlich das iPhone aktuell nicht. Und deswegen hier mal so die absolute Warnung. Diese App kann ich schon mal nicht empfehlen, habe ich gerade getestet. Und wie man jetzt hier sieht, sobald man das Video exportieren will oder möchte, soll man auch schon hier direkt wieder 70 Euro pro Jahr bezahlen. Was ich, ich finde das sehr, sehr fraglich. Und von daher, da einfach nur der Hinweis, wenn ihr dann einen Screen Recorder nutzen wollt, nutzt einfach den von Apple, der hier integriert ist, und gebt hier nicht unnötig Geld aus für solche Dinge. Weil das kann ich partout schon nicht verstehen, dass man hier zigtausendmal Werbung angezeigt bekommt, dann auch noch hier dieses Abo kaufen soll und mit dem Abo dann immer noch Probleme quasi hat, weil die ganze Zeit Werbung kommt oder diese App hier nicht richtig funktioniert. Das heißt, der Screen Recorder oder die Screen Recorder App, beziehungsweise hier drinnen heißt die ja Rec Go auf einmal, die kann ich gar nicht empfehlen. Bleibt da vorsichtig, beziehungsweise wenn ihr andere Tipps habt für Screen Recorder, die auf dem iPhone 4K mit 60 FPS aufnehmen können, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen oder ein Abo abzuschließen, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und sonst jetzt erstmal ciao, ciao.